Ja, hier sind die legendären Sterne. Dux zum Beispiel ist auch ein Pferd meines Vaters gewesen. Der hatte so zwei Pünktchen, da kann ich mich noch als Kind dran erinnern. Vorne als Blässe. Dame Hill habe ich ausgebildet, von dreijährig bis zum Grand Prix-Sieger. Und dann haben wir hier noch den Ahlerich, der müsste bestimmt noch hier sein. Sollen wir mal schauen. Centur Hickstead. Da ist er, hier ist der Ahlerich. Da war ich auch dabei, als Ahlerich gewonnen hat. Und habe als Kind die Daumen gedrückt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie Papa gestrahlt hat. Das ist schon wirklich wahnsinnig, wenn man da an Haller denkt. Dann berührt es einen ja doch sehr. Ratina, Vallegro, toll. Also hier sind wirklich so die Pferdelegenden verewigt. Das ist eine tolle Idee, finde ich. Was ist denn jetzt so dein Vorhaben für Aachen dieses Jahr? Auch wenn man einmal in Aachen gewonnen hat, möchte man natürlich immer wieder Aachen gewinnen und kommt nicht mehr hierher, um nur teilzunehmen. Das ist schon klar. Und Bobby war wirklich jetzt sehr gut im Training. Ich würde sagen, er ist echt top in Schuss. Ich würde auf jeden Fall angreifen in allen drei Disziplinen. Mit Franziskus ist es so eine Sache, dass ich natürlich erstmal reinwachse jetzt mit ihm in diesen ganzen Dressursport. Er ist auch erst 10, einer der jüngsten Pferde, der dann wahrscheinlich heute im Grand Prix am Start sein wird. Aber ich freue mich drauf. Und der Bluetooth, der 8-Jährige, der geht eigentlich ganz gut, St. Georg Inter 1. Der ist von Insa Hansen ausgebildet worden. Die hat das wirklich sehr schön gemacht, sodass ich jetzt die Früchte ernten darf. Und der hat auch schon St. Georg Inter 1 gewonnen. Ich hoffe, dass er dann hier auch auf dem Viereck zeigt, was er kann. Und dann werde ich noch zwei Spaßprüfungen reiten mit Parmenides. Das ist einmal das Zeitspringen am Freitag, auch über Gräben und Wälle. Und am Samstagabend der Lavazza-Preis. Das ist ja wirklich immer ein stimmungsvoller Spaßabend mit Kutsche und Springern und Buschis und Laufen. Und ja, da tobt ja immer das ganze Stadion und das macht einfach Laune.